Fall kann diese Spritze schwerwiegendste Nebenwirkungen haben. Eigentlich möchte man ja gesünder werden durch das Abnehmen, aber wenn man dann eben so welche Hilfsmittel nimmt, dann ist das nicht unbedingt gegeben. Du hast keine Chance, mein Gehirn zu waschen. Konzentrieren wir uns gemeinsam. Chat! Moin Leute, meine Frau Alicia Joe lüftet heute das Geheimnis, warum du verdammt nochmal niemals dünn sein wirst. Ja, auf Body Positivity angelehnt. Wir gehen in ihr neues Video rein, mal gucken, was sie zu sagen hat. Ist Platz 12 auf Trends, dann wird's ja wohl gut sein. So, wir gehen rein, wir treten nach, ab geht's. Ich möchte dünn sein. Now my entire life I have spent obsessing over being skinny. My Roman Empire is being skinnier. Dünn sein, abnehmen, in dieses Bild passen. Ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem ich nicht daran gearbeitet habe. Yeah, as long as I can remember, there has never been a single day where I've not thought about being skinnier. Being thinner, looking better, consumed everything I did. It overtook my life. It drove every thought, every action, every behavior. I've literally spent every single waking moment thinking about being skinny, how I, what I'm eating, exercising. I think there was even one point. Ja, aber das ist ja schon wieder krankhaft, ne? Also die ganze Zeit darüber nachzudenken, ne? Also grundsätzlich kann man ja sich als Ziel setzen, eine gesunde Lebensweise zu haben, und eine gesunde Lebensweise führt dazu, dass du eben nicht fett wirst. Dresden ist ja so herrlich. Na kommt schon, Leute, die Brücke ist stabil. Und trotzdem immer noch ein ganz normales Leben haben, ohne sich das jetzt so tot zu denken, ne? Das muss man auch immer dazu sagen, ne? Es werden immer so die beiden Extreme gesehen, habe ich das Gefühl, ne? Auf der einen Seite, okay, ich denke den ganzen Tag daran, dünn zu sein, und auf der anderen Seite, ey, ich fress mich den ganzen Tag voll wie Curve Maria. I would have committed murder. Diesen Tee solltest du niemals trinken, denn er könnte dich umbringen. Hierbei handelt es sich nämlich um ein teilweise auch von Influencern beworbenes Produkt, was beim Abnehmen helfen soll. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Diese Art Tee taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Trax Tea, Slim X, Like Slim, We Angels und ganz viele mehr. Aber was haben denn alle diese Tees gemeinsam? Nun ja, in allen wurde der nicht zugelassene Stoff Sibutramin nachgewiesen. Und das unterdrückt den Hunger oder was macht das? Und das besonders fiese, dieser Inhaltsstoff wird auch nicht auf der Verpackung unter den Zutaten aufgelistet. Dabei hat er es in sich. Er wirkt zwar appetithemmend und stärkt das Sättigungsgefühl, aber kann schwerwiegendste Nebenwirkungen haben. Es kann einen erhöhten Blutdruck sowie akute Herzerkrankungen hervorrufen. Auch Todesfälle sind durch diesen mittlerweile weltweit verbotenen Stoff schon bekannt. Diese TikTok-Userin hat laut eigenen... Das ist eben genau das Wilde. Eigentlich möchte man ja gesünder werden durch das Abnehmen, aber wenn man dann eben so welche Hilfsmittel nimmt, dann ist das nicht unbedingt gegeben. Dann nimmt man zwar vielleicht ab, aber nicht gesund. Und das ist ja auch wieder kontraproduktiv. Die Menschheit ist so wild manchmal. Eine Aussage, einen gepanschten Tee dieser Art konsumiert und leidet noch heute unter den Konsequenzen. Ich will dazu sagen, dass ich diesen Tee vor 6 Monaten getrunken habe und ich immer noch Beta-Blocker, sprich Herztabletten, zu mir nehmen muss. Und der Polizist hat diesen Tee dann in ein Labor eingeschickt, um zu gucken, was da drin ist. Fazit, es wurde eine erhebliche Menge, die auch zum Tode führen kann, in meinem Tee gefunden. Bei ihr soll es der sogenannte Limox-Tee gewesen sein, auf den sie wohl durch eine Influencerin, die dafür warb, aufmerksam wurde. Wenn man ins Impressum von Limox-Tee schaut, dann stößt man auf eine LLC, also eine Briefkastenfirma in den USA. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht konkret sagen, ob ihre Anschuldigungen zu 100% wahr sind. Es gibt noch keine Warnung der Verbraucherzentrale zu diesem bestimmten Tee, aber vieles deutet darauf hin, dass es auch ein weiterer dieser Tees sein könnte, mit einem X im Namen, die, ja, gepanscht sind mit Sibutramin. Was lernen wir daraus, wenn wir irgendwelche Wundermittel im Internet kaufen wollen? Vielleicht zumindest mal ins Impressum schauen, ob das eine deutsche Firma ist, die da drin steht, damit man machen könnte. Denn gerade so gepanschte Sachen kommen oft aus dem Ausland. Und auch wenn das jetzt nur eine konkrete Warnung zu einem konkreten Produkt war, hat mich dieser Fall zum Nachdenken gebracht. Denn mir ist schon seit Monaten aufgefallen, dass ein gewisser Schlankheitswahn ins Internet Einzug nimmt. Und das nicht mehr auf diese gesunde Art mit, ja, wir machen uns alle grüne Smoothies und gehen zum Pilates, sondern auf eine ganz toxische Art und Weise. Pillen, Tees, Pulver, Tipps und Tricks und Spritzen, um in kürzester Zeit möglichst viel Gewicht zu verlieren. Eine treibende Kraft der Bewegung ist diese Spritze hier, von der ihr sicher schon mal gehört habt, Ozempic. Oder ihr Abnehmen-Pendant Wegovy. Erinnert ihr? Da
Dafür wurde voll krass geworben, also auch von großen Influencern, das einfach so gedroppt haben, ne? Ich glaube, Elon Musk hat das auch genommen, um abzunehmen. Einfach irgendwelche Medikamente sich reinballern. Aber es soll wohl gut funktioniert haben, ne? Soll jetzt hier, ich will euch hier nicht anstacheln, verdammt nochmal. Kann natürlich auch schief gehen. Und die Hälfte meines Chats haben wir ja gerade gecheckt. Ihr seid ja so schon schwer. Bitte hört auf damit. Ich erinnere euch noch an den Vorfall Kim Kardashian im Marilyn Monroe Kleid auf der Met Gala 2022. I tried it on and it didn't fit me. And so I looked at them and I said, give me like 3 weeks. And I had to lose 16 pounds down today to be able to fit this. Ich behaupte mit ihrer Aussage damals, sich in 3 Wochen. Imagine, du nimmst in 3 Wochen 16 Pounds ab, um ein Kleid zu passen, anstatt dir einfach ein neues Kleid zu kaufen. Es ist so herrlich. Also die Stars, die sind doch alle Matsch im Kopf. Die kannst du alle in der Pfeife rauchen, diese Überstars. Das ist ja so blöd. 3 Wochen fast 8 Kilo runtergehungert zu haben, läutete Kim Kardashian die Skinny Era ein. Vorbei war das Zeitalter der riesigen Pose und Sanduhrfiguren, zurück war das Zeitalter des Heroin-Schicks, der eingefallenen Wangenknochen und der Topmodels. Damals, 2022, hielt man Kim Kardashian immerhin noch für krass diszipliniert. Heute wissen wir, dass auch das vermutlich eine Lüge ist. Denn auch wenn sie es nicht zugeben, ist es mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die Kardashian-Schwestern und auch ihr Umfeld das Diabetesmittel Ozempic oder die Alternative Mounjaro für sich entdeckt. War das hier kam das durch Zufall raus, dass sie den Kühlschrank aufgemacht hat oder war das da drin oder hat sie das explizit gezeigt? Imagine, man macht so eine Roomtour und man macht dann den Kühlschrank auf und auf einmal sind da irgendwelche Abnehmspritzen drin. Oder hat sie den extra dafür geöffnet, um Leuten zu zeigen, ey Leute, ich nehme das. Entdeckt hatten. Und viele Stars sollten ihnen folgen. In L.A. wurden Botox-Partys durch Ozempic-Partys abgelöst. Innerhalb wenigster Monate purzelten bei ganz Hollywood auf magische Art und Weise die Pfunde. Oprah Winfrey, Kelly Clarkson, Robbie Williams, Amy Schumer, Sharon Osbourne, Elon Musk. Sie alle geben immerhin zu, das Medikament für die Gewichtsabnahme genutzt zu haben. Dabei kann diese Spritze schwerwiegendste Nebenwirkungen haben. Von einfachen Magenbeschwerden über Nierenversagen und irreversiblen Sehverlust bis hin zu Zahnausfall wegen ständigem Übergeben. Und die Langzeitfolgen sind noch gar nicht bekannt. Verliert man durch ständiges Übergeben Zähne? Wegen der Säure oder wie? Hat da irgendwer den Gossip zu, die Infos? Also wie kommt denn das zustande? Wegen der Säure? Okay, gut, dann war ich auf dem richtigen Dampfer. Bin ich doch nicht so beschränkt, wie immer alle sagen. Sei doch der Letzte, der um dich war. Um euch nochmal ein Beispiel zu geben, weil ich finde, sowas geht immer unter, wenn über solche Trends berichtet wird. Wer weiß, ob diese Celebrities nicht vielleicht alle in 20 Jahren Schilddrüsenkrebs bekommen. Spricht keiner drüber. Es gibt aber halt schon Tierversuche, die nahelegen, dass das bei Nagetieren sehr vermehrt durch den Wirkstoff in Ozempic auftritt. Steht auch in den Nebenwirkungen von Ozempic, also Schilddrüsentumore und Krebs. Der Transparenz halber muss man sagen, dass dieser Tierversuch für Menschen jetzt nicht so wirklich relevant eingestuft wird. Ja, das sagt zumindest Ozempic selbst. Da kann sich ja dann jeder selbst ein Bild zu machen. Aber darüber möchte ich heute gar nicht so detailliert reden. Zu den Gefahren von Ozempic haben viele meiner YouTube-Kollegen auch schon vor Monaten Videos gemacht. Also letzten Endes ist es ja ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite kann es Nebenwirkungen mit sich bringen, auf der anderen Seite gibt es halt fast nichts Ungesünderes, als dauerhaft sehr stark übergewichtig zu sein. Ne? Gerade im Alter sorgt das für sehr, sehr viele Krankheiten und sonst was und Einbußen in der Lebensqualität etc. pp. Also da muss man dann überlegen, was halt das Schlimmere ist. Ne? Ob man dann einmal abgenommen hat und das mal genommen hat. Ich weiß nicht, ob man das dann dauerhaft sein Leben lang weiternimmt. Das wäre natürlich sehr scheiße. Aber wenn es wirklich eine Sache ist, die man für ein paar Wochen nimmt oder Monate und dann nie wieder, dann ist das halt die Frage, ob es ein guter Tag ist, ne? Macht. Ich möchte mich heute. Musst du weiternehmen? Aber ist das so, dass man es weiternehmen muss, weil es dämmt ja den Appetit? Und wenn du dann irgendwann das absetzt, dann hast du logischerweise wieder mehr Appetit, aber du hast dich ja an eine gewisse Lebensweise auch gewöhnt. Weiß ich nicht, ob du es dann dein Leben lang nehmen musst. So ziemlich das Gefährlichste zum Abnehmen ist Sport. Jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, bin geschwommen. Internalisierte Fettfeindlichkeit. Heute mal auf den Abnehmen, Sport ist Mord. Generell konzentrieren. Das ganze Internet scheint nämlich aktuell in so einen Selbstoptimierungshype zu verfallen. Und klar, sich zu verändern,
verändern und sich weiterzuentwickeln und sich selbst zu optimieren, kann gut und richtig sein, aber vielleicht nicht unbedingt auf die Art und Weise. Ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, statt vermehrt auf meine Äußerlichkeiten zu gucken, vielleicht mal wieder mehr in meine eigenen Fähigkeiten zu investieren. Ich habe in der Schulzeit lange Spanisch gelernt, aber ganz ehrlich, das ist mittlerweile komplett eingerostet. Ich würde es gerne wieder auffrischen, damit ich es im nächsten Urlaub, nächstes Jahr und somit auch indirekt um Essstörungen. Ich werde hier am Ende des Videos auch Tipps geben, wie ich ein gesünderes Verhältnis zu Essen aufgebaut habe. Das sind Tipps, die mir als unsicheres 13-, 14-jähriges Mädchen geholfen hätten, weil ich damals eben auch angefangen habe, ein komisches Verhältnis zu Essen bekommen, umschreiben wir es mal so. Aber wenn du da draußen eine wirklich klinisch relevante Essstörung hast, egal ob Magersucht oder Binge-Eating, dann solltest du die auch klinisch-psychologisch behandeln lassen. Dann helfen dir auch meine Tipps nicht unbedingt. Im Gegenteil, dann könnten dich meine Tipps sogar antriggern. Deshalb schau das Video, wenn überhaupt, dann am besten nicht alleine. Okay, gut. So, habt ihr schon mal vom sogenannten Buccal Fat Removal gehört? Ebenfalls ein Phänomen der letzten Jahre. Vielleicht habt ihr schon mal Bilder von Prominenten gesehen, deren Gesichter plötzlich drastisch anders wirken. Oh ja, sie sieht hier viel besser aus. Also keine Ahnung, wie viele Jahre dazwischen liegen, aber hier sieht sie viel natürlicher, viel cleaner aus. Da sieht sie ja aus wie so ein Kanisterkopf, wie irgendwie Michael Jacksons Gesichtform nach zig Operationen. Markanter, mit stärker hervorgehobenen Wangenknochen und einem beinahe ein... So, ich überlege, ihr hat das wahrscheinlich sogar, sie sieht so ein bisschen besser aus. Einen gefallenen Gesichtsausdruck. Grund ist eine bestimmte OP. Um immer ein bisschen oberflächlich zu sein, ne? Wir als Frauen, wir können ja darüber urteilen, so nämlich. Bei der ein gewisses Fettpolster, was sich unter den Wangen befindet, chirurgisch entfernt wird. Das Problem? Es handelt sich um eine, ja, wie soll man sagen, praktisch kaum rückgängig machbare OP. Das Wangenfett ist für immer weg. Und was mit 20 vielleicht noch ganz gut aussieht, kann ein paar Jahre später, wenn sich das Gesicht im Alter verändert, schwere Folgen haben. Fettpolster im Gesicht sind nämlich nicht nur gut, um uns ein jugendliches Aussehen zu verleihen. Nein, sie schützen und stabilisieren auch unsere Haut, die da drüber liegt. Entfernt man sie, sieht man vielleicht einige Jahre frisch aus, aber im Alter fehlt dann die Stütze der Haut. Das ist ein valider Punkt, ne? Es gibt ja also, ne, die meisten Dinge, die wir am Körper haben, haben ja in irgendeiner Form irgendeine Funktion, ne? Und wenn man die irgendwie entfernt, in der Hoffnung, okay, ich sehe jetzt ein paar Jahre besser aus, ist halt die Frage, wie sich das da langfristig auswirkt. Logischerweise, klar. Wird wahrscheinlich nicht die einzige Behandlung sein, die dann diese Leute auch machen. Und überall nehmen sie sich dann ein bisschen Lebensgrundlage weg, ja? Und irgendwann wundern sie sich, oh, irgendwie funktioniert mein Körper nicht mehr so. Und es fängt an, hier alles extrem zu hängen und eben noch eingefallener auszusehen. Aber hey, dann kann sich die Beauty-Industrie ja wieder eine neue Unterspritzung einfallen lassen. Buccal Fat Fillers oder so. Ich würde jetzt schon mal Aktien kaufen. Worauf will ich aber hinaus? Es handelt sich bei dieser OP mal... War das hier eine Anlageempfehlung? War das hier eine Anlageempfehlung, die sie gemacht hat? Ne? Wer mal ein bisschen im Finanzsektor unterwegs war von YouTube, ne? Anlageempfehlung ganz böse. Das kann böse für Alicia Joe enden. Jetzt kaufen es ganz viele, diese Aktien von der Firma, die noch nicht existiert. Und dann macht die Verluste und dann schreibe ich der Alicia aber sowas von der Rechnung, die sich gewaschen hat. Die ist dann aber reingepfeffert. Wieder um einen Trend. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es scheint sogar eine Art Gegentrend zur Ära der Hyaluronfiller zu sein, in der es ja noch anfangs zumindest darum ging, das Gesicht voller, praller und jugendlicher aussehen zu lassen. Jetzt scheint das Motto zu gelten, je schlanker, je erwachsener und je, ja, vielleicht sogar abgerockter, Stichwort Heroin-Schick, desto besser. Dass das Buccal Fat Removal ein Trend ist, gibt es auch schwarz auf weiß. Die Zahlen für diese Eingriffe in den USA steigen drastisch und die American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery schreibt schon Anfang 2023, die Wiederbelebung von Doc Martens, Crop Tops und weitgeschnittenen Jeans im Jahr 2022 ebnete den Weg für einen ebenso 90er Jahre inspirierten Gesichtstrend. Scharfe, markante Wangenknochen à la Cindy, Kate und Naomi. Tatsächlich ist der gemeißelte, durchtrainierte Look wieder in Mode. Wobei 15% der plastischen Gesichtschirurgen einen Anstieg der Buccal Fat Removals verzeichnen, um ein schlankeres Gesichtsprofil zu erreichen. Dieser absichtliche Eingriff zur Entfernung von Wangenfett war der aufsehenerregendste Trend des Jahres 2022 und eroberte Hollywood und diejenigen, die Hollywood-Stars nacheifern, im Sturm. Warum zeige ich euch diesen Fachartikel der Gesichtschirurgen? Ich hoffe, ihr könnt darin zwischen den Zeilen lesen, wie sehr die Beauty-Branche Bescheid weiß
über Trends und wie sehr sie auch damit kalkulieren. Also mal ganz vereinfacht gesagt, die ganz großen Player dieser Branche, die lachen sich ins Fäustchen, wenn ihr morgen zum Chirurgen geht und sagt, ja, ach, ich mag mein Wangenfett irgendwie nicht. Also ich möchte das entfernen lassen. Also für mich, für mein Wohlbefinden, das stört mich schon immer. Nein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stört dich das nicht schon immer oder zumindest nicht so sehr wie jetzt. Gut informierte Beauty Docs, die wussten das vermutlich schon vor 2 Jahren, dass du morgen in diese Praxis gehen willst. Da warst du noch damit beschäftigt, dein Gesicht mit Hyaluron aufzupolstern und zu unterspritzen. Da wussten die schon, dass du in 2 Jahren vermutlich für das Gegenteil kommst. Ich versuche euch jetzt mal ein bisschen den Kopf zu waschen. Lasst mich euch noch ein paar mehr Beispiele geben, dann fällt es euch. Ich weiß nicht, dass ich immun bin gegen Psychospielchen. Sie hat keine Chance. Du hast keine Chance, mein Gehirn zu waschen. Konzentrieren wir uns gemeinsam. Chat, volle Konzentration! Vielleicht auf. Ich werde jetzt natürlich im Folgenden stark vereinfachen, was die Jahreszahlen betrifft. Vor 6 Jahren hat Nicki Minaj darüber gesungen, wie stolz sie auf ihre Kurven und ihren großen Po ist. Heute singt Shirin David, dass sie skinny sein will. Vor 6 Jahren waren Cara Delevingnes buschige Augenbrauen der letzte. Naja, was heißt, sie will skinny sein? Sie will halt auch einen Arsch haben, ne? Willst du einen Body? Dann musst du pushen. Also das ist ja, du willst deinen Arsch trainieren. Also so skinny, ich weiß nicht, ob sie so skinny sein will. Sie will ja schon Kurven haben. Letzte Schrei, heute tragen Stars der Gen Z wieder Augenbrauen wie Betty Boop. Vor 6 Jahren war es der BBL. Heute ist es Ozempic. Vor 6 Jahren hat auf einmal jeder über seine Brust-OP gesprochen. Heute lassen sich immer mehr ihre Implantate wieder entfernen. Das ist echt krass, dass es Leute gibt, die so krass dem Ideal immer hinterherlaufen, dass sie sich alle paar Jahre einfach mal komplett anpassen müssen. Es ist ja also wirklich, es ist krass. Also ich kann wirklich nur die Empfehlung geben. Schönheit endet einfach irgendwann. So, das ist halt so, ne? Also, ne, irgendwann sind wir alle alt. Letzten Endes, da bin ich ein bisschen altmodisch, kommt es halt auch viel auf die inneren Werte an und wie du dich als Mensch weiterentwickelst, ne? Weil letzten Endes unser Äußeres, um ja ein bisschen philosophisch zu werden, ist halt am Ende des Tages eine Hülle, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute halt das Äußere zu ihrem obersten Ziel erklären oder dass es das Äußere ist, mit dem sich Leute eigentlich zu 99% identifizieren und nicht halt mit den inneren Sachen einfach, ne, auf die es halt ankommt, ne, in zwischenmenschlichen Beziehungen und sonst was, ne. Und viele Leute machen es ja auch nicht für sich selber. Viele Leute machen es nicht mal für Leute, die irgendwie im Umkreis sind oder mit Freunden, die sie zu tun haben, sondern für, das ist ja das Absurde und das Hässliche daran, für Leute, die sie teilweise gar nicht kennen, machen sie so welche Sachen. Um Leute zu beeindrucken, die sie gar nicht kennen. Ah, die Menschheit ist ein cooles Säugetier auf jeden Fall. Ein witziges Säugetier. Ja. Vor 6 Jahren wurde es modern, seine Wimpern mit Extensions auffüllen zu lassen. Heute befinden wir uns in der Clean Girl Era. Vor 10 Jahren trug man nichts anderes als Röhrenjeans. Heute ist es das verhassteste Produkt der Fashionbranche. Ja. Do you have a fashion red flag? Something you hate? You know, I don't fuck with, you know, skinny jeans, you know. Maybe skinny jeans, yeah. Skinny jeans. I would say the basic skinny jeans. Oh, so funny, because everybody says skinny yeah, jeans. I guess. Wobei ja schon die ersten Menschen munkeln, dass die Röhrenjeans in 1-2 Jahren ihr Comeback macht. Brace yourselves. Aber versteht ihr, was ich meine? Der Markt war vollkommen gesättigt. Jeder potenzielle Kunde, der es durchziehen wollte, hat jetzt das BBL, hat jetzt das Augenbrauen-Microblading, hat jetzt die Lash-Extensions, hat jetzt die Brust-OP, hat jetzt sämtliche Röhrenjeans. Man kann diesen Leuten nichts mehr verkaufen. Und deshalb braucht man einen neuen Trend. Das ist in der Mode so, das ist teilweise in der Ernährung so und das ist in der plastischen Chirurgie so. Ja, auch Körperformen sind Trends unterworfen. Und versteht mich nicht falsch, ihr könnt da mitmachen, wenn es euch glücklich macht, wenn es euch Spaß bereitet. Wir sind alle freie Menschen, wir dürfen Trends folgen, wie wir wollen und Lust haben. Ich behaupte aber, die meisten Menschen machen damit, sind aber kreuzunglücklich, weil sie sich nämlich diese Scheiße jeden Tag auf ihrem Smartphone reinziehen, weil sie diese ganzen Vorbilder sehen, die perfekter sind. Du bist nicht hässlich. Du musst einfach nur so lange warten, bis das, was du bist, in den Trend kommt. Das ist eine gute Message. Dankeschön. Dankeschön, Alicia. Ja? Du bist nicht hässlich. Du musst nur warten, bis irgendwann der Trend kommt, der dich abbildet. Ja? Ne? Und ich weiß, was wir jetzt alle denken. Ja, Hajo, da kannst du lange warten, mein Freund. Da kannst du wirklich, wirklich, wirklich lange warten.
Also denk vielleicht nochmal über einen Brazilian Buttlift nach, mein lieber Hajo. Sind all sie, und weil sie sich vielleicht nicht das BBL leisten können oder weil sie sich nicht trauen, die Ozempic-Spritze zu nehmen und sind halt permanent in so einem Dauerstress- und Unglückskreislauf gefangen, ohne zu wissen, dass sie da gar nicht mitmachen müssen. Ihr könnt aussteigen. Ihr müsst jetzt nicht auch skinny werden. Hier nochmal ein Stock-Video, wie jemand unglücklich in den Spiegel guckt. Ach, herrlich. Ihr könnt auch einfach für euch anerkennen, dass es gewisse universelle Schönheitsideale gibt, ne, wie zum Beispiel ein gesundgewichtiger Körper, der einigermaßen sportlich ist, eine gute Haut, gesundes Haar und so weiter. Aber ihr könnt verstehen, dass der Rest Geschmackssache und Trends sind. Warum betone ich das so? Weil ich es bei mir selbst merke. Also ich kann euch ganz klar sagen, vor 5, 6 Jahren, da war mein Ziel, ein bisschen mehr Po vielleicht, schön trainieren gehen, kurvige Figur. Heute erwische ich mich, wie ich in den Spiegel gucke und denke, 2, 3 Kilo weniger würden mir schon gut tun. Und das ist ein Gedanke, den ich vor 6 Jahren nicht gehabt hätte. Ich schwöre es euch, vor 6 Jahren habe ich das nicht gedacht. Da war ich damit zu sehr beschäftigt zu denken, wie kriege ich denn einen kurvigeren Körper? Ja, ihr merkt, ich verhaspel mich, weil es mich so wütend macht. Machen wir weiter. Warum? Ich überlege gerade, ne, so aus Perspektive eines Mannes. Also ich habe das Gefühl, so die Schönheitsideale haben sich jetzt nicht so krass geändert. Aber ich bin auch nicht in dieser Hollywood-Szene aktiv, ne, wo das alles natürlich extremer ist. Ne? Aber so gefühlt so einen schlanken Körper, was heißt ein schlanken Körper oder einen normalen Körper mit guten Kurven an den richtigen Stellen, ne, also Hintern, ne, also ich glaube, das kam ja bis jetzt immer gut an. Es gab ja wirklich keine Zeit, wo man jetzt sagen können, so normalgewichtig bis schlank, ne, und dann noch ein Hintern, würde jetzt nie, ist das nicht zeitlos? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir nochmal zu der Zeit zurückkommen, wo wir Flache eher richtig geil finden, weiß ich nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Würde mich sehr wundern, weil es ist einfach nicht so ästhetisch, meiner Meinung nach. Ne? Oder auf der anderen Seite, gab ja auch mal im Mittelalter eine Zeit, da war es Zeichen des Wohlstandes, dass du richtig fett warst. Da war das ein Symbol der Schönheit. Könnt ihr mir vorstellen, dass das mal vielleicht kommt, ne? Dass fett sein oder wirklich sehr viel zu wiegen nochmal ein Schönheitsideal wird, weil sich die Menschheit ja dahin bewegt, immer fetter zu werden. Vielleicht nimmt man es irgendwann als begeben an und dann sagt man, okay, das ist jetzt der Status quo und das ist jetzt attraktiv, weil halt alle in Amerika so aussehen. Das wird dann die Zeit von McDonald's, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr ungesunder Lifestyle, ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Wundermittel nie halten, was sie versprechen. Was ist denn jetzt, wenn man sich entscheidet, die Trends mitzugehen, aber nicht das Geld für 300 Euro pro Spritze pro Woche hat? Denn Ozempic oder Wegovy kostet so viel. Schnapper. Und, Spoiler, Spoiler, man muss es eigentlich auch sein Leben lang nehmen oder halt, nachdem man es genommen hat, seine Ernährung umstellen, denn sonst gibt es einen Jojo-Effekt. Wenn man das alles nicht hat, dann fängt man eventuell an im Internet. Wenn du schönsten Prinzessinnen der Antike googelt, siehst du, damals einfacher war. Das testen wir das jetzt. Schönste Prinzessinnen der Antike. Gucken wir mal. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, okay. Würde. Aha. Dazu muss man ja auch sagen, dass es die Theorie gibt, ich weiß gar nicht, inwiefern das bewiesen ist, aber Menschen werden ja mit der Zeit auch hübscher. Also desto mehr sich das Erbgut mischt, desto hübscher werden Menschen. Ja? Das ist auch zu beobachten, wenn zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel nah beieinander sind, wenn die miteinander verkehren, ja, ne? Dann kommen dann so Menschen raus, die nicht so gut aussehen. Und desto weiter Sachen entfernt sind, ne, desto mehr Überschneidung es gibt, desto schöner wird es in der Regel. Also sowas habe ich zumindest mal gehört. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit daran ist. Ne? Also wie valide das jetzt ist. Internet nach anderen Wundermitteln zu suchen. Dann wird man vielleicht auch empfänglich für Tees wie jenen im Intro. Auch hoch im Trendkurs steht übrigens aktuell Brennnesseltee. Der ist immerhin nicht mit tödlichem Sibutramin versetzt. Das ist schon mal gut. Ich habe in letzter Zeit so oft diese Brennnesselkapseln auf TikTok gesehen, mit denen man angeblich in einer Woche 4 bis 5 Kilo verlieren kann. Herzlich willkommen zum Brennnesseltee-Update. Leute, wenn ihr noch für den Sommer abnehmen wollt, last minute, das hier. Dadurch habe ich im Gesicht abgenommen, eine bessere Haut bekommen, einen besseren Stoffwechsel bekommen. Ein Beauty-Geheimnis, was ich als der... Brennnesseltee ist generell ganz gut. Also ist eine gute Sache, Brennnesseltee zu trinken.
Dermatologe nicht gatekeepen möchte, ist Brennnesseltee. Also ab jetzt jeden Abend Pfefferminztee und morgens jeden Tag 2 Tassen Brennnesseltee. Ganz kurz an die Älteren von euch. Wisst ihr noch, als wir vor so 6-7 Jahren alle grünen Tee gekauft haben, weil da uns versprochen wurde, dass das jetzt das neueste Ding ist, um unseren Körper zu detoxen? Auch da musste der Kapitalismus sich was anderes ausdenken. Denn grüner Tee, das ist jetzt ein alter Schuh. Den haben wir schon alle im Schrank. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe wirklich noch grünen Tee von vor 6 Jahren im Schrank. Hier, überall steht Dick Detox drauf. Alles noch Tee. Tja, Alicia, du kleines Konsumopfer, du. Ich bin die Person, die Luxus ist. Tee aus, ich glaube, 2018 oder so. Ja, grüner Tee, Detox-Tee. Leer ist der immer noch nicht. Brennnesseltee hingegen, den habe ich noch nie gekauft. Sollte ich aber vielleicht. Sagt mir doch gerade jeder Zweite auf TikTok. Leute, ich sag's euch, sowohl warm als auch kalt jetzt aus dem Kühlschrank hat Brennessel wirklich einen tollen Effekt und schmeckt auch nicht schlecht. Ihr könnt ihn übrigens auch süßen mit Agavendicksaft. Was er macht ist, er wirkt entwässernd, regt die Durchblutung an, regt das Lymphsystem an und wirkt antientzündlich. Thank me later! Was mir auf TikTok aber kaum einer sagt, ist, dass Brennnesseltee in Maßen genossen werden sollte. Hier steht es immerhin noch in der Caption, wenn man diese denn aufklappt, dass der Tee bei Schwangerschaft nicht ungefährlich ist. Aber ganz ehrlich, wer liest denn heute noch mehr als eine Überschrift? Deswegen sage ich es euch jetzt. Brennnesseltee ist stark harntreibend und entwässernd, kann in gewissen Fällen auch zu Magen-Darm-Beschwerden oder zu Hautausschlag führen. Und wenn man mehr davon trinkt, vielleicht gerade wenn man in irgendeinem Diätwahn ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, genügend Wasser und vielleicht auch Nährstoffe dazu zu trinken, weil der Körper so stark entwässert, dass er eventuell austrocknet, was zu einer Nierenschädigung führen kann. Auch hier, versteht mich nicht falsch, ne? Ab und an eine Tasse Brennnesseltee zu trinken, das ist was Gutes, was Positives. Also genau wie jede mögliche ausgewogene Ernährung, in die man viele verschiedene Pflanzen, viele verschiedene Kräuter einbezieht, was Gutes ist. Aber es ist kein Wundermittel. Sorry to bring it to you, Wundermittel gibt es genauso wenig wie den Weihnachtsmann. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich erst Ende meiner 20er gelernt habe, weil... Das ist ein Punkt. Ne? Es werden immer Sachen so hochgehypt, ne? Und letzten Endes sind es so einzelne Bausteine, die du zusammensetzen musst, um an dein Ziel zu kommen, ne? Und problematisch ist halt nur, wenn halt irgendwelche unrealistischen Erwartungshaltungen gemacht werden, die im besten Fall noch irgendwie gesundheitsschädigend sind, nach dem Motto, ey, trink jeden Tag 5 Liter Brennnesseltee. Dabei ist das nicht gut. Aber so grundsätzlich den Tag zu starten mit einem Brennnesseltee, wird den meisten Leuten wahrscheinlich eher gut tun. Ne? Gibt bestimmt auch Leute, die ihren Tag starten und oder Kinder, die in der Schule geschickt werden mit 1 Liter Zuckermische. Da wäre Brennnesseltee eindeutig die bessere Variante, ja? Oder Wasser einfach. Wasser. Ihr müsst verstehen, seit ich 16 bin... Wasser ist nie ein Trend, das geht immer. Mache ich das mit? Also ich habe bestimmt schon so 30, 40 Wundermittel miterlebt und durchgetestet. Anticellulite-Cremes, Teebaumöl, Chiasamen, Tuchmasken, Goji-Bären, Kaffeepeelings, grüner Tee, Schneckenschleim, Koffein-Shampoo. Sludi schreibt, Brennnesseltee mit Fichtennadeln, fresh aus dem Wald, schmeckt so unfassbar geil und hier so und das tut das ganz gut. Okay, alles klar, ja, war mir klar, dass ein Hinterwäldler wie du sowas sagt. Kokosöl, Zimtpulver. Ich merke gerade, ich glaube, ich könnte noch 10 Minuten so weitermachen. All diese Produkte wurden zu einem gewissen Zeitpunkt als der Game Changer beworben. Muss man probiert haben. Benutzt jetzt jeder für Haut, Haare oder was auch immer. Und am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende des Trends, was war es alles? Ja, es waren okay Produkte. Die einen haben ein bisschen besser gewirkt, die anderen nicht. Und die wiederum anderen sind im Schrank verrottet. Des Weiteren fällt mir auch immer mehr auf, dass alles im Leben seinen Preis hat. Also seine Vor- und Nachteile. Ja, Hyaluron-Unterspritzungen können gut aussehen, aber das Hyaluron kann auch verrotten. Das ist echt hart. Stell mal vor, ihr knutscht euch so ein Map hier. Ja, ne, also das ist ja auch krass. Also viele Frauen in meinem Alter haben sich schon die Lippen gespritzt und man verliert, und das ist jetzt nicht zu unterschätzen, man verliert den Blick zur Realität. Also man spritzt sich, man guckt in den Spiegel, ne, also so habe ich das von meinen Freundinnen übernommen. Ich trage jetzt nicht eine Maske, weil ich fette, aufgespritzte Lippen habe. Imagine, ich trage eine Maske, weil ich genauso welche Lippen habe wie die. Weil ich mir die aufspritzen lassen habe. Deshalb muss ich die Maske tragen, Leute. Ja, ihr werdet niemals erfahren, ob ich hier einfach eine große Lippe drunter habe, sowieso wie die. Aber aber Freundinnen von mir beispielsweise, die verlieren da und die geben das auch selbst zu. Ne? Die verlieren den Bezug zur Realität und sagen, oh, ein bisschen mehr geht noch. Oh, ein bisschen mehr geht noch. Ein bisschen mehr geht noch.
Man gewöhnt sich daran. Und dann sieht man irgendwann so aus. Ja, und sagt, bisschen geht noch, bisschen geht noch. Rutschen oder Knötchen bilden oder andere Komplikationen haben oder einfach nach einer Zeit scheiße aussehen. Ja, eine Haartransplantation kann dir vielleicht wieder Volumen in deine Geheimratsecken geben, aber dafür könnte später der Spenderbereich am Hinterkopf komisch aussehen. Ja, Ozempic lässt dich vielleicht viel Gewicht verlieren, aber dafür fällt dein Gesicht ein und du könntest andere schwere Nebenwirkungen bekommen. Und alles ist immer eine Abwägungssache. Es gibt kein Produkt, was nur geil ist. Und das müsst ihr für euch dann halt selber checken. Ne? Also ja, das kann Spaß machen. Trends auch. Na, kommt drauf an. Also Brennnesseltee schadet ja nicht, wenn man es in Maßen trinkt, ne? Also, ne, es kommt doch drauf an, ne, wenn es jetzt halt so harte Sachen wie Ozempic sind, da muss man das schon abwägen, ne, was jetzt halt die Vorteile ist, dass du dann eben dünn bist, aber. Ja. Ausprobieren, mal gucken, was funktioniert für einen, was nicht. Wo überwiegen die Vorteile, wo überwiegen die Nachteile? Aber lasst euch nicht verarschen und lasst vor allem auch nicht eure Gesundheit gefährden, nur weil irgendjemand an euch eine müde Magd durch einen gewissen Trend verdienen will, indem er euch irgendwas andreht und euch vielleicht noch nicht mal über Nebenwirkungen aufklärt. Tipps an mein jüngeres Ich. Als ich sehr jung war, da gab es eigentlich genau so eine Trendphase wie heute. Germany's Next Topmodel und Co. haben in meinen frühen Teenagerjahren dafür gesorgt, dass Skinny sein das große Ding war. Auf einmal hatten wir eine andere Isabella vor uns stehen. Sie hat sich schlichtweg verdoppelt. Ich meine, du bist ja ganz schön drall geworden. Ich bin, ne? Ja. Ich weiß das. Heute bin ich zum Glück viel reifer im Kopf. Hier also 6 konkrete Dinge, die ich meinem damaligen Ich gerne mitgeben würde. Erstens, der dünne Körper ist es nicht wert. Was nicht wert, fragt ihr euch vielleicht? Naja, die ganzen anderen, auch optischen Sachen, die damit einhergehen. Diese TikTokerin berichtete beispielsweise von den Langzeitfolgen ihres dauerhaften Zu-Dünn-Seins oder ihrer Magersucht. Noch heute fallen ihr massenhaft Haare aus, jedes Mal, wenn sie eine Erkältung hat. Ihre Zähne, für die sie früher Komplimente bekommen hat, sind heute an vielen Stellen abgebrochen. I took the multivitamin, I did all the data of like, what do I need for calcium, what do I need for this, what do I need for that. But the truth and reality is, if you're eating in that low of a calorie deficit, your body thinks it's dying and it acts accordingly. It pulls vitamins from your teeth, it pulls vitamins from your hair, it pulls vitamins, your organs shrink teeny tiny, not in a good way. Und in den Kommentaren stimmen ihr etliche Frauen zu. Starke Behaarung an Armen, Gesicht oder Rücken ist zum Beispiel auch ein weiteres Phänomen, was durch eine Mangelernährung ausgelöst werden kann, genauso wie starke Hautunreinheiten. Man ist oft so besessen von dieser Dünnsein-Optik und dabei vergisst man, dass zu einer Optik und zu einer Schönheit auch ganz viele andere Dinge gehören als nur das Gewicht. Zweitens, schau weniger in den Spiegel. Als Person Ende 20, die wirklich sehr viel auf Bühnen und vor Kameras steht, kann ich mit gutem Gewissen sagen, das, was man im Spiegel sieht, ist eh nicht das, wie es in echt aussieht. Und es ist auch super tagesformabhängig. Ich weiß heute für mich zum Beispiel. Jetzt fängt es aber an zu schwurbeln. Wie ein Spiegel reflektiert auch 1:1, was man sieht. Also sieht auch so aus. Na klar, natürlich spielt deine Psychologie mit rein. Ne? Du bewertest das ja auch, was du siehst. Und du bewertest es oftmals schlechter, als andere es bewerten würden. Es gibt ja so diese Faustformel, dass andere Menschen dich im Schnitt 20% attraktiver wahrnehmen als du selbst, ne? Weil du psychologisch dazu neigst, einfach Fehler an dir zu suchen, die anderen gar nicht auffallen. So, ne? Das ist halt das Ding. Aber grundsätzlich sieht man eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, genau das im Spiegel, was andere aussehen. Weil ein Spiegel reflektiert ja nur. Ja. Dass ich mir immer besonders gut im Spiegel gefalle, wenn ich gerade aufgestanden bin. Und bei mir ist es einfach so, abends bin ich immer so ein bisschen gebloated und es sieht einfach immer nicht so aus wie morgens. Und deswegen gucke ich abends einfach nicht mehr in den Spiegel. Fertig. Oder wenn ich es tue, dann habe ich das im Hinterkopf. Morgen ist wieder ein neuer Tag, morgen sieht es wieder anders aus, mach dir keine Gedanken drüber. Drittens, fokussiere dich doch auf Nährstoffe statt auf Kalorien. Wenn du dich schon viel mit Essen beschäftigen willst, dann beschäftige dich doch damit, eine ausgewogene Ernährung zu etablieren. Und glaub mir, damit hast du schon genug zu tun. Heute mache ich das zum Beispiel so, ich stelle mir bei jedem Gericht einfach so bildlich vor meinem geistigen Auge einen Teller vor und dann gucke ich. Und jetzt kommt's, warte. Kohlenhydrate sollte man nicht zu viel machen, aber ich weiß, also ne, man kann es natürlich unterschiedlich aufteilen, ne?
Ernährung ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall sollte immer eine gute Proteinquelle mit dabei sein. Ne? Das unterschätzen viele schon mal. Viele Leute essen gar keine Proteinquelle. Ne? Protein, sehr, sehr wichtig grundsätzlich, damit der Mensch überleben kann. Proteinquelle sollten im besten Fall wahrscheinlich um die 40% ausmachen. 40, manche essen sogar noch mehr. Geht natürlich so, ne? Gesunde Fette unterschätzen auch viele, wie wichtig gesunde, essentielle Fette sind. Omega-3, brutal gut für den Körper, wirkt antientzündlich, etc. pp. Ne? Also auch sehr, sehr gut. Ne? Fürs Immunsystem brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Also gesunde Fette, sagen wir vielleicht von den Kalorien her 30%, 40% Protein und 30% Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind echt überbewertet tatsächlich. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sie es aufteilt, weil es gar nicht so einfach, das so aufzuteilen, weil in unserer westlichen Ernährung haben Kohlenhydrate einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Kohlenhydrate sind nichts anderes als Zucker, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Also auch Kartoffeln im Prinzip sind im Prinzip nichts anderes als Kohlenhydrate, also Zucker. Das ungefähr die Hälfte. Fette sind in der Regel ungesund. Es kommt darauf an, was für Fette du isst. Ne? Also Fette, wenn wir über Fette reden, die du essen sollst, dann reden wir hier über ungesättigte Fettsäuren. Ne? Also zum Beispiel Omega-3. Ne? Und wenn du es im richtigen Verhältnis isst, ne? Also ne? In so süchtig machenden Sachen sind meistens sehr, sehr ungesunde Fette drin, sehr, sehr gesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel Chips oder so. Ne? Die haben genau das richtige Verhältnis von Zucker zu ungesunden Fetten und deshalb kannst du nicht aufhören zu essen, wenn du meine Chips-Packung angefangen hast. Ne? Aber ich spreche hier von gesunden Fetten. Ne? Also beispielsweise Olivenöl oder was auch immer. Fett aus Lachs oder Hälfte Gemüse und Obst ist, ein Viertel proteinreiche Sachen und ein Viertel Kohlenhydrate. Und dann wende ich das halt einfach auf die meisten Gerichte an. Also ein Viertel Kohlenhydrate hier auch nur, ne? Okay. An. Ja, es gibt auch Ausnahmen, aber das ist immer so der grobe Plan, den ich im Kopf habe, um einfach da die wichtigsten Sachen abzudecken. Und was beobachte ich, seitdem ich das mache? Naja, ich beobachte, dass sich erstens mein Gewicht auf eine ganz natürliche Art und Weise eingependelt hat. Natürlicher wirkt, schöner auch wirkt, zumindest bei mir. Also ich sehe bei mir, dass die Abdeckung aller Nährstoffe meinem Körper optisch am besten tut. Außerdem danken es mir Haut, Haare und Fingernägel. Viertens, bringe Dinge in dein Leben, die dir Spaß machen. Sei es ein Hobby wie Zeichnen, sei es eine coole neue Sportart oder ein Karriere- oder Lernziel. Wie zum Beispiel eine Sprache zu lernen auf Bubble. Link in der Beschreibung. Spaß. auf einmal Lebenscoach, die Alicia hier. Meine Güte. Beiseite. Ich habe mich als Jugendliche alleine, weil Schule so langweilig und so ätzend war, wirklich im Kopf sehr oft mit Essen beschäftigt. Ich hatte ja reichlich Zeit dazu. Ich kann euch aber sagen, als ich älter geworden bin, als ich einem Job nachgegangen bin, der wirklich mir Spaß gemacht hat, als ich Hobbys gefunden habe, die irgendwie was für mich bewirkt haben, als ich andere Fokussierung im Leben hatte, ist das Thema Essen wirklich so, so zusammengeschrumpft, dass es eigentlich nur noch eine Stecknadel in meinem Universum ist. Und ich würde mir das so sehr für mein jüngeres Ich wünschen, einfach, dass der Fokus weggeht von diesem Thema, weil man andere Dinge hat im Leben, die einem viel mehr Spaß bereiten, die den Lebensraum so sehr einnehmen, dass man halt beim Essen nur noch sagt, okay, wie beim Zähneputzen oder beim Duschen auch. Ich weiß, wie das geht. Ich gucke, dass meine Nährstoffe abgedeckt sind in dem Fall, dann mache ich's, dann esse ich's und dann beschäftige ich mich wieder mit was anderem. Ja, das wäre natürlich die pragmatischste Lösung, ne? Also Essen wirklich als Treibstoff zu sehen. Aber wenn wir mal realistisch sind, ist das ja nicht mehr so in unserer Gesellschaft. Essen wird heutzutage nicht mehr als Treibstoff gesehen, ne? Weil Essen ist vielmehr zum Genussmittel geworden. So, ne? Nach dem Motto, boah, was gönne ich mir heute Leckeres. Also das ist nicht mehr so wie in der Steinzeit, dass man jetzt das Essen brauchte unbedingt. Du musst jetzt schnell was essen, damit du überleben kannst für die nächsten Tage. Ne, du hast ja Zugriff auf alles und dementsprechend suchst du dir das aus, in der Regel, was dir schmeckt und achtest nicht darauf, ob das der optimale Treibstoff für deinen Körper ist. Ne? Wäre natürlich klug, wenn wir da wieder hinkämen, weil dann hätten wir einige Krankheiten und viel, viel Übergewicht weniger, denke ich. Fünftens, geh ins Freibad. Oder in die Sauna oder an den Strand, wenn du dazu die Möglichkeiten hast. Denn ganz ehrlich, da sind die wahren Vorbilder zu suchen.
da kann man realistische Körper sehen. Da kann man eventuell sehen, was möglich ist und was nicht. Diese Dinge findest du nicht im Fernsehen und nicht im Internet. Das ist alles eine Illusion. Das ist das obere Ein. So, Hajo. Jetzt geh ins Freibad, jetzt, Hajo. Hajo! Jetzt, Hauptmann, bist du jetzt auf dem Weg? Ich hoffe, deine Badetasche ist gepackt. Ich will, dass du jetzt auf dem Weg in eine Sauna bist. Verdammt nochmal. Guck dir die Leute da an. Ich bin im Freibad. Ah, scheiße, ich bin schon im Freibad. Perfekt. Super. Hauptmann, du bist uns immer einen Schritt voraus im FKK-Freibad. Sauber. 1%, nein, das obere 0,01% der Menschen. Du treibst immer oben, ne? Und dieses Prozent ist nochmal perfekt ausgeleuchtet und gefotoshoppt. Sortiere deshalb auch ruhig mal auf Social Media aus, wem du da folgst, nur des Folgens willen oder weil das dich selbst so unglücklich macht. Und folg lieber Creatoren, die ein realistischeres Körperbild vermitteln. Oder eben gar kein Körperbild, sondern einfach irgendwelche Interessen. Und Nummer 6, du hast einen Körper, aber du bist nicht dein Körper. Korrekt. Lass das einmal kurz einwirken. Das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen. Gerade. Finde ich cool, dass ihr hier solche Werte mal mitgibt. Das ist so ganz, also habe ich das Gefühl, eher untypisch für ein Alistair Joe-Video, aber sind durchaus gute Punkte. Teenager-Körper müssen so viele Dinge machen. Stressigen Schulalltag überleben, Hormonhaushalt ausbalancieren, pubertieren, wachsen. Sei also gnädig mit deinem Körper und verstehe, dass er dich nicht definiert. Und wenn du ganz fortgeschritten sein willst, dann versuch doch auch mal zu schauen, wofür du deinem Körper dankbar bist. Vielleicht dafür, dass er 2 gesunde Beine hat, die dich jederzeit überall Du meinst 3 gesunde Beine. Hintragen können. Dass du 2 gesunde Augen hast, mit denen du deine liebsten Menschen anschauen kannst. Dass du 2 gesunde Hände hast, mit denen du die Welt fühlen kannst. Dass du riechen, schmecken. Haben wir hier irgendwelche Leute ohne Hände, die sich jetzt gerade diskriminiert fühlen können von Alistair Joe? Bitte einmal melden. Also bitte einmal eine 1 im Chat mit eurem Gesicht eintippen in der Tastatur, weil ihr habt ja keine Hände. Einmal mit der Nase, bam, 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 die Einsen reintippen. Ah, die Einsen, das kaufe ich euch nicht ab. Ne? Wenn ihr wirklich mit eurer Nase rauftippt, da ist er, dankeschön. Taschengumpel hat's gecheckt. Ja, Taschengumpel hat's gecheckt. Schmecken, hören, stark. Darfst. Das klingt so banal, aber es gibt Menschen, die können das nicht. Und dein Körper leistet jeden Tag Hochleistungen, um dir das zu ermöglichen. Also. Hast du es gehört, Hajo? Dein Körper leistet jeden Tag Hochleistung. Du weißt es nur nicht, was für Hochleistung er bringt, während du auf der Couch sitzt. Aber er tut es. Verstehst du es, Hajo? Also versuch dort vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit zu zeigen. Denn der Hochleistungs-Hajo ist wieder am Start. Heute wieder viel geleistet. Ich habe so das Gefühl, als ob ich das gar nicht verdient habe. Mit einer gewissen Dankbarkeit für deinen Körper geht auch irgendwann ziemlich sicher eine Akzeptanz einher. Oder eine Akzeptanz fällt einem sehr viel leichter für die Dinge, die man mag und denen man dankbar ist. Wenn ihr jetzt noch weitere Tipps an euer jüngeres Ich hättet, die gut gemeint sind, dann könnt ihr die ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Also vielleicht bekommen wir es ja tatsächlich hin in dieser toxischen Zeit im Internet. Bitte lass mal irgendwen in die Kommentare schreiben. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Like den Kommentar hoch, verdammt nochmal. Like den hoch! Ich verlange es! So, an dich da draußen, wer auch immer du bist, wünsche dir nicht schlank zu sein, wünsche dir gesund zu sein. Oh ja. Wenn du schwer krank bist, nützt dir alles Dünnsein nichts. Korrekt. Ich sag euch, wie es ist. Wenn wir alt und grau sind, werden wir auf unsere jungen Körper zurückschauen und uns fragen, wie wir uns jemals nicht schön genug finden konnten. Ich arbeite in einer Apotheke und dieser ganze Abnehmwahn mit Ozempic hat dazu geführt, dass die Leute, die dieses Medikament tatsächlich brauchen, nämlich gegen Diabetes, es nicht mehr bekommen haben und teilweise monatelang darauf warten mussten oder umgestellt werden mussten. Das ist auch ein Punkt, habe ich auch mal gehört. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. War ein gutes Video. Hat mir gefallen. Gut abgeliefert, die Alicia. Aber wir sind es ja von ihr nicht anders gewohnt. Zu Recht Platz 13 auf den Trends. Mist, ist ein nach hinten gerutscht, während wir das Video geguckt haben. Aber sie wird sich wieder nach vorne kämpfen, verdammt nochmal. Leute, lasst mir gerne eure Meinung dazu an. Körpern unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt wie im Flitzebogen. Und lasst ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat natürlich. Ne? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Tschüss, die Müsli, wie immer. Und ciao, Kakao.